Meine Tochter hat schon sehr früh Verantwortung im Stamm übernommen. Fand ich verwunderlich zuerst und später dann fand ich das eine Sache, die hat so richtig zu ihrer Arbeit und ihrer Leidenschaft bei ihrer Tätigkeit oder bei ihrem Leben im Stamm und mit dem Stamm dazugehört, dass sie da immer mehr eben in den Stamm reingewachsen ist und in die Verantwortung für diesen Stamm. Und das fand ich eine Sache, die, glaube ich, bietet kaum eine andere Organisation, ein anderer Verein. Finde ich klasse, ja. Ich glaube, dass meine Kinder bei den Pfadfindern gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Man merkt es zum Beispiel daran, dass wenn in der Schule gefragt wurde, wer backt den Kuchen, wer organisiert irgendeine Veranstaltung, wer übernimmt eben irgendeinen Posten, dann erlebt man, wie auch bei Erwachsenen natürlich, doch häufig, dass die Kinder das dann irgendwie alle betreten auf den Boden gucken. Und ich habe oft bei meinen Kindern erlebt, dass sie eben nicht auf den Boden geguckt haben, sondern dass sie gesagt haben, ja, ich mache das, ja, den Kuchen besorge ich, ich übernehme die Verantwortung. Ja. Und das finde ich ganz arg wichtig. Also das ist was, was mir, ich mache sowas ja selber auch viel, was mir einfach wichtig ist, dass die Kinder das auch nicht als nur als negative Arbeit, sondern als Bereicherung empfinden, dass man Verantwortung übernimmt. Ja, also wenn wir jetzt sehen, dass unser Sohn mit 6 Jahren auf dem Bahnsteig stand mit dem Rucksack, wo er fast umgekippt ist, weil der so schwer war bei der ersten Fahrt und wie er sich da jetzt entwickelt hat, dass er dann angefangen hat, eine Meute zu führen, da Verantwortung zu übernehmen. Unsere Tochter auch, die hat ja dann auch alle Stationen durchlebt, die haben ja dann Weiterbildungsmaßnahmen auch genossen. Und jetzt ist das so, dass also beide aktiv in der Stammesführung sind. Unsere Tochter leitet den Stamm und unser Sohn, der wächst da auch langsam rein in Aufgaben, die er da übernimmt. Und das macht uns eigentlich sehr stolz, dass sie auch jetzt über so eine lange Zeit bei den Pfadfindern sind und immer noch Freude daran haben und auch jetzt dafür sorgen wollen, dass der Stamm weiterlebt. Also unsere Tochter zum Beispiel, die wohnt gar nicht mehr hier und die muss dann wirklich immer 130 Kilometer fahren, um jetzt an irgendwelchen Aktivitäten teilzunehmen, aber das ist praktisch eine zweite Familie für sie geworden. Und sie hat jetzt auch praktisch eingesehen, dass die Sachen, die sie jetzt gelernt hat, auch viel den Pfadfindern zu verdanken hat.